Die Idee grundsätzlich ist ja, einmal Daten einpflegen und dann an möglichst vielen Kanälen ausgeben. Und das Spannende dabei ist, dass wir hier eine Art Rückkanal haben, weil die Leistungsträger ihre eigenen Daten und die Daten ja, ihrer Leistungsträger drumherum auch für ihre Websites wieder nutzen können. Ich arbeite seit 20 Jahren bei der, hört sich furchtbar an, ist aber so, bei der Tourismusmarketing Brandenburg. Das ist eine Landesmarketinggesellschaft. Dort habe ich fast 20 Jahre lang den Internetbereich geleitet, auch noch den Bereich Wissensmanagement und seit rund einem Jahr leite ich den Bereich Unternehmensentwicklung. Ja, das ist mal die Frage, die ich nicht liebe, weil müsste ich jetzt eigentlich eine Viertelstunde ausholen. Aber ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Es geht eigentlich darum, dass wir schon Anfang der 2000er Jahre überlegt haben, dass wir den Bereich des Datenmanagements gemeinsam im Land betreiben wollen. Also nicht, dass jede Region ihre eigenen Strukturen aufbaut, weil wir auf der einen Seite gesagt haben, dadurch sparen wir natürlich personelle und auch finanzielle Ressourcen. Auf der anderen Seite wird die Qualität der Daten einfach besser, wenn wir gemeinsam, ich möchte es mal so formulieren, in einen Datentopf reinarbeiten. Das war eigentlich die Grundidee. Wir haben im Jahr 2007 eine entsprechende Datenbankstruktur aufgebaut und haben dann Stück für Stück die Partner im Land davon überzeugt, mit uns zusammen dieses Content-Netzwerk zu bilden. Das sind insgesamt inzwischen rund 450 Redakteure, die auf der einen Seite die POI, Event, Datenbank, aber auch das Reservierungssystem betreiben. Im System sind ungefähr 14.000 POIs, rund 27.000 Veranstaltungen pro Jahr und rund 1.000 buchbare Leistungsträger, die wir also über eine Datenplattform managen und dann an verschiedenste Stellen die Daten ausgeben. Beispielsweise, das war so der erste Schritt, rund 50, 60 Website und Apps, die wir damit bedienen. Wir bedienen aber auch andere Partner auch aus der Reiseindustrie, wie beispielsweise die Deutsche Bahn. Und wir sind beispielsweise dabei, das ganze Land mit sogenannten regionalen Touchpoints oder lokalen Touchpoints zu vernetzen und benetzen. Das heißt, dass wir beispielsweise Tourisinformationen stehlen, Infoscreens, aber auch bei den Übernachtungsanbietern digitale Gästemappen aus einer Datenquelle bewirtschaften. Ja, die Erfolgsfaktoren sind zum einen, dass wir eben die Daten gemeinsam kuratieren. Also wenn wir Partner haben, diese müssen sich nicht aus verschiedensten Datenbanken irgendwie Daten zusammensuchen, also sozusagen eine Datenmenge, das ist das Quantitative. Das Qualitative ist, dass wir gemeinsam mit den Partnern und von uns sehr stark auch von der Landesebene kuratiert ein Qualitätsmanagement durchführen, damit die Daten, die dann andere Partner empfangen, auch die Qualität haben, die sie sich irgendwie wünschen. Um zwei Beispiele zu nennen, wir haben ein Redaktionshandbuch, also jedes POI ist genau beschrieben, welche Informationen eigentlich in dem POI-Text drinstehen müssen. Ein zweites Beispiel ist, dass wir eine Art Feed irgendwie haben, wo wir genau sehen, welche Veranstaltungen eingegeben worden sind oder welche POIs verändert worden sind. Sind also ständig im Dialog mit den Partnern, auch in der Nachschulung, in der Korrektur der POIs, um die entsprechende Qualität zu erzeugen, die wir gerne haben möchten. Also das Entscheidende ist ja, der einzelne touristische Leistungsträger muss nach der Struktur, wie wir sie auch im Land aufgebaut haben, eigentlich nur einmal seine Daten eingeben oder es ist sogar noch komfortabler, denn er muss sie gar nicht eingeben, denn es wird eigentlich zu 95% durch unsere Orte oder durch unsere Region getätigt. Die Idee grundsätzlich ist ja, einmal Daten einpflegen und dann an möglichst vielen Kanälen ausgeben. Und das Spannende dabei ist, dass wir hier eine Art Rückkanal haben, weil die Leistungsträger ihre eigenen Daten und die Daten ja, ihrer Leistungsträger drumherum auch für ihre Websites wieder nutzen können. Wir haben also eine Applikation entwickelt, wo man mit drei Klicks ein ganz kleines Stück Quellcode erzeugen kann. Dieses kleine Stück Quellcode kommt auf die eigene Website irgendwie rauf. Und so haben wir diese Initiative, dass wir damit auch die Websites der Leistungsanbieter qualifizieren. Denn wenn man beispielsweise eine kleine Pension hat, dann ist meistens auch nur die Information der kleinen Pension auf der Seite, was natürlich für einen Urlaub nicht so richtig irgendwie ausreicht. Das heißt, durch ganz wenig Investitionen kriegt er jetzt eine sehr, sehr vollwertige Tourismus-Website und uns ist dann auch egal, auf welche Website der Kunde geht, weil er überall die gleiche gute Information bekommt. Das beispielsweise die Ferienwohnung hat also davon den Vorteil, dass die Kunden sehen können, welche Radwege sind drumherum, welche Wanderwege sind drumherum, wo kann ich gut essen gehen. Letztendlich wieder das gleiche Thema, ein Datenpool, ganz, ganz viele Ausgabekanäle. Uns ist eigentlich egal, wo sozusagen der Kunde auf uns stößt. Entscheidend ist, dass wir möglichst die komplette Bandbreite abdecken, damit ihr eigentlich auf unser qualitatives Angebot kommt.